Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Resident Evil 6. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal schön im Friedhof im Wald. Jo. So, ich bin das. Genau. Ich wollte schon gerade sagen, du musst weiterklicken, aber nee, muss ich ja machen. Ja. Ziemlich lange her, dass wir aufgenommen haben. Ja. Aber jetzt geht's nochmal weiter. Ja, weil man halt viel mit anderen Sachen beschäftigt, ne? Das auf jeden Fall. Aber das klingt so falsch. Das kannst du mal so falsch verstehen. Bist du falsch? Ist das nicht richtig? Oh Leute, mit wem muss ich ja eigentlich aufnehmen? Warum tue ich mir das an? Leon, Helena, ist alles okay? Ja. Ich weiß nicht. Also Leon meint ja. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Warum stöhnst du dabei so komisch, Helena? Gute Arbeit. Danke fürs Helfen. Jo. So, wo seid ihr, Schweine? Was haben wir denn hier Schönes? Leere. Ich bin aus der Steuerung schon wieder komplett raus. Also ich weiß, wo man hier die Schulterachse... Das ist ja für dich auch das Wichtigste, ne? Ja. Hey, der will das von mir. Ui. Hey, da war was. Das war ein Sprengsatz, den willst du doch eh nicht haben. Die Muni darfst du haben. Yay, ich hab Schrotmuni für die Pumpe. Ich bin ja gar nicht so, wie du aussiehst. Wow, wieso hab ich das... Wieso? Was? Was machst du da wieder? Keine Ahnung. Gehst du wieder schwimmen? Da war irgendwas komisches gerade drinne. Ja, ein Zombie wahrscheinlich. Wow! In die Nüsse! Oh, er ist nicht wieder reingefallen, schade. Fähigkeitspunkte. Da will man sich einmal umgucken, fällt in ein Schlammloch und dann ist da ein Zombie drin, der einem an die Sackhaare will. Ich weiß noch, beim letzten Mal bin ich da reingefallen. Das kann gut sein. Wo wir das für uns gespielt haben. Ich weiß es nicht mehr. Wow! Wow! Was machst du da wieder? Mit Zombies kuscheln. Alles muss man selber machen. Bäh. Das ist eine Granate. Beziehungsweise eine Brandgranate, so rum. Ja, nehme ich mal, ne? Ich tue mich da gütlich dran. Oh, jetzt noch ein Schlammloch, da will ich nicht auch noch reinfallen. Musst du langsam gehen. Ui. Ich hab doch geschossen. Na komm, stirb. Fähigkeitspunkte. Das lohnt sich immer. Sehe ich genauso. Warum bist du jetzt im Schlammloch eigentlich baden gegangen? Wolltest du unbedingt? Den wollte ich töten. What the fuck war das? Hallo, Achso. Was willst du denn? Die wollen unbedingt kuscheln, siehst du das? Irgendwo ist... Ah, da bist du. Ja, ich hab ihn auch gerade gesehen. Hey. Oh, geht's dir nicht gut? Da tut mir aber leid. Ah, ich bin so aus der Steuerung raus, das ist schlimm. Ich fühle mich so hilflos dadurch. Was willst du denn wissen? Naja, wenn man zum Beispiel Waffe nochmal wechselt und so. Wie man Leute anspricht. Manchmal, das war so. Rechts, links, oben, unten. Bäh. Also, hallo, wie kannst du mich da noch treffen, Junge? Du Arschloch. Oh, cool. Wrestling-Style. Danke fürs Helfen. Bisschen fürs Nicht-Helfen, danke fürs Lob. Ja. Überall höre ich Zombies. Ja, die steigen ja irgendwie aus den Gräbern auf oder so. Ah, oh, ich habe was gefunden. Ah. Ja, nach sowas habe ich mich auch schon umgeguckt. Oh, dass sie sich jedes Mal vor einem Blitz so dermaßen erschreckt, ey. Oh, bist du daneben gesprungen? Das tut mir aber leid. Hat Durchfall. Er ist daneben gesprungen, er wollte mich treffen, aber ich habe es nicht zugelassen. Ich habe das Gefühl, die spawnen hier ewig neu. Kann gut sein. Ich meine, würde auch Sinn machen, mehr oder weniger auf so einem Friedhof. Ich meine, nicht ewig, also endlos, aber... Ich meine, ich habe kein Problem damit.
Ich höre schon wieder einen. Ah. Ach, den habe ich gehört. Jetzt ist die Brandy mitgenommen. Hast du auch mal eine? Ja. Schlechte Zeiten. Für wenn ich mal grillen will. Oh, Helena, warum erschreckst du dich bei Blitzen? Ernsthaft? So ist schön. Ich wollte übrigens gerade mal den Schwierigkeitsgrad umstellen auf normal, aber das ging nicht mehr im Nachhinein. Deswegen müsst ihr jetzt mit leben, dass wir das auf leicht spielen. Dadurch können wir die Zombies jedenfalls nach Herzenslust verprügeln. Ich glaube, das ging auf normal auch noch. Ja. Aber ich hatte es auch nicht so leicht in Erinnerung, mal ganz ehrlich. Ich dachte irgendwie, das wäre genau richtig gewesen halt, ne? Oh, ich hab doch... Ich wollte gerade ausweichen, Junge. Wolltest du mich mit dem Spaten angreifen? Ferkel. Ja, er wollte dich halt mal angraben, ne? Ha, ha, ha. Oh, man kann die Särge öffnen. Ah, kann man? Ja, mach doch mal. Boah, ein gutes Komm. Ich mach die Arbeit und du... Alter! Du schnappst dir dann die Beute. Toller Freund bist du. Ja. Oh, hier ist ein Haus. Na, wo seid ihr denn? Draußen auf jeden Fall. Oh, Kontrollpunkt. Das heißt, hier geht's weiter? Fragezeichen? Möglich. Bestimmt ist vorne einfach wieder der Weg zu und man muss einen Nebenweg finden und da sind wir gerade. Kann sein, aber auf dem Nebenweg kommt ein Zombie. Wow. Brava, Leon. Ist doch alles easy. Ach, du auch noch. Ja. Noch einer. Auch gut. Nehme ich. Also ich glaube, Helena war, Helena sage ich schon, Helena war vorher bei den Wrestlern irgendwie, so wie sie hier am Kämpfen ist. Ach, das macht Leon auch hin und wieder. Oh, ein Hundi! Ja, ich spiele mal mit ihm. Oh. Habe ich eigentlich ein Messer? Nee, ich habe ja nur die Pumpe, stimmt ja. Ich habe das Messer. Mist, ausgerechnet, jetzt ist sie zu. Ganz ruhig. Ja. Das wird schon, okay? Okay. Vielleicht gibt's einen Schlüssel. Ja, den müssen wir natürlich jetzt finden. Wer hätte das gedacht? Hallo, Mr. Zombie. Ich schieße dir ins Knie und ins andere auch noch. Freust du dich darüber? Und in den Arm auch nochmal. Oh, er hat dir direkt den Kopf verloren und ich habe doch nur den Arm abgeschossen. Der tut mir jetzt richtig leid. Oder auch nicht. Du bist der. Ja, ich hab noch mit dem Zombie geschmust. Ja. Hey! Schneller! Schneller, nimm mich schneller. Okay, kein Problem. Da auch mal die Türklinke. Wow. Ach, das war doch easy. Das war klar. Hey, der vier Hundi. Der soll uns jetzt ein bisschen erschrecken und das war's. Er hat den Schlüssel. Es gibt super. Ich guck mich aber erstmal hier um. Hund über den Friedhof zu jagen. Ja, das könnte andersrum sein. Aha. Andersrum ist doch kein Problem. Aber wir sehen auf jeden Fall auf der Karte ganz deutlich, wo er... Was ist das für ein blauer Strich hier eigentlich? Achso, das ist der Stil nee, des Mobs. Ja, das ist ein Mob. Ein Mob. Wenigstens wird uns der Gegner auf der Karte angezeigt. Sag ich doch die ganze Zeit. Wie du immer wieder zuhörst. Sehr gut. Nämlich gar nicht. Nein. Ach doch. Ach Mann. Oh, Vorsicht, hinter dir. Kein Problem. Macht das schon irgendwie Spaß, sie zu verprügeln, ne? So ein bisschen. Hm. Wie bei High School of the Dead. Ich schieß volle Möhre daneben, geil. Oh, armes Hundi. Das war eine Brandgranate und wo ist der Schlüssel? Das ist ein anderer Hund. Das war ein anderer, genau. Stell dir vor, du verschwendest für die ganzen Pappnasen hier deine Munition. Und so kann man viele Fähigkeitspunkte trotzdem sammeln.
Also Erfahrungspunkte, besser gesagt, nicht Fähigkeitspunkte. Oder doch, nee, sind ja Fähigkeitspunkte. Ich sag ja, hier in Nahkampf zu leveln, das hat schon was. Na komm, gib mir deinen Schlüssel. Oder auch nicht. Nee, es war immer noch nicht der richtige. Gute Arbeit. Ja, das ist der richtige. Aha. Und der hat die Gesellschaft hat der. Alter! Nahkampf gegen Hunde! Das Spiel gibt's bestimmt auch in der Challenge nur Nahkampf. Das kann sein. Ja, glaube ich nicht. Es gibt bestimmt Gegner, die du abschießen musst. Aber den Schlüssel haben wir nicht, oder? Ne, der ist hinten. Ist weitergelaufen. Der will uns halt hier weiterlocken, damit er uns in seine Zombie-Horden locken kann. Oh, er will mich nehmen. Nein! Wir sind unterwegs, also der Hund und ich. Aha. Auf den Arsch! Ich hab dir seelischen Beistand geleistet. Das war sehr nett von dir. Immerhin Pistolenmoni, die kann ich gut gebrauchen. Hast du den Schlüsselhund immer noch nicht gekillt? Nee. Immer ich muss ausgewichen, du Sack. Ich bin damit beschäftigt, dir zu helfen. Du solltest dir mal was nähen, gleich, wenn du voll bist. Wir spawnen hier echt endlos, habe ich das Gefühl. Wo ist der scheiß Hund jetzt, Mann? Hinten. Nur keine falsche Scham. Wofür wird das auch immer gesagt? Leon. Wolltest du wieder Schlangenbaden machen? Anscheinend. Guck mal, noch ein Hund. Nimm doch mal die Schaft aus meinem Gesicht. Ah, Fähigkeitspunkte, Fähigkeitspunkte. Nee. Wo ist er denn? Hier, Herr Pfiffi. Die Hunde haben dieselbe Angewohnheit wie die Zombies. Die spawnen auch bei der Endlos. Das macht's nicht gerade einfach. So. Was willst du denn? Peters Schlüssel. Auf zur Kathedrale. Bam, weggekickt. Hier läuft doch gerade noch irgendwas. Naja, egal. Kann sein, dass du den Schlüssel meinst. Den habe ich ja eben aufgehoben. In die Fresse. So. Geh mal zur Tür. Okay. Matsch, 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 matsch. Okay, wir sind drin. Helena. Ja, ich war schon da. Oh, ja, Tom ist gut. Leon! Wie das aussah! Leon, alles okay? Zumindest ist nichts gebrochen. Gut, ich glaube kaum, dass sie wegen mir umkehren würden. Wer weiß? Wir sehen uns bei der Kathedrale. Ey, wir sind getrennt. Mhm. Hör mal da. Ach, hier ist wieder so ein Schreikumpel. Bleib stehen, du Lump. Bam. Oh, Fähigkeitspunkte. Nee. Ins Gesicht. Blöder Scheißköter. Komm schon, Helena. Reiß dich zusammen. Jetzt bin ich dem erstmal gefolgt, weil es bestimmt noch Zeug. Genau, ein grünes. Hier ist eine Tür. Und noch eine Tür.
Genau. Das, was ich sagte. Ja, schon wieder ein Screamer. Jetzt hat wieder weg von mir der Angst. Das wird nicht langweilig. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Wow! Oh ne! Ah. Nur das Schreihals, ey! So langsam muss ich mich mal mit Schießen verteidigen. Mir geht die Puste aus. Oh, ich laufe, glaube ich, auf das Ziel zu, deswegen, okay. Wow! Ich hab den Schreihals dran gekriegt. Die sind aber verdammt viele auf dich gerade, ey. Halleluja! Ja, das liegt an den Schreiern. Wenn die einmal schreien, dann... Achso, die locken damit mehr an, stimmt ja. Ja. Das hatte ich vergessen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt übersehen habe. Eigentlich wollte ich mich ja was genauer umgucken, aber ich komme jetzt langsam mal zu dir. Ich wollte mich auch noch ein bisschen umgucken. Hi. Hi. Guckst du dich mit mir noch ein bisschen um? Können wir machen. Ah, hier ist dein Weg, ne? Von hier. Ja. Ne? Okay, da kommt einer zum Beispiel. Ich will nicht. Ach, der Kleine hier. Der tut doch keinem was. Der will doch nur auseinanderfallen. Naja, man weiß ja nie so genau bei diesen Typen. So, ich wollte eben noch hier gucken, weil hier war ich noch nicht. Da hinten die Ecke, genau, da war ich nämlich. Ich werde hier jetzt irgendwo noch ein Emblem versteckt. Ah. Ich weiß nur nicht wo. Das kann gut sein. Ich glaube, bei Ada war auf jeden Fall hier eins. Und ich meine, man konnte je nachdem auch manche von den Dingern aufmachen. Ja, aber halt nur sehr wenige, nicht alle. Ja, auf meinem Weg habe ich halt keins gefunden, wo das ging. Als ob du da nicht durchpassen würdest, Helena. Wow. Mach nicht so einen Wind, Junge. Wo muss ich jetzt endlich lang? Der Tod kommt auf Zehenspitzen, genau. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich hab mich verlaufen. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin jetzt wieder richtig gelaufen. Ich weiß nur, dass hier bei mir in der Nähe irgendwie Viecher noch sind. Ah ja, ich bin richtig gelaufen. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Was, wie, wo auf, wie du auf den richtigen Weg kommst? Nee, das nicht. Ich glaube, hier ist halt noch ein Secret oder so, wo noch ein paar Gegner sind. Man kann auch sein, dass es einfach nur wieder respawnte Gegner sind. Das glaube ich nämlich eher. Mir nach! Ja, 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 doch, doch, doch. Das ist hier der Gang. Man muss auch alles gleich aussehen. Na komm her. Warte auf dich. Ich bin ja unterwegs. Alles gut. Ah, hi! Wir sind übrigens 18 Minuten voll. Ich weiß. Von daher würde ich sagen, beenden wir gleich mal den Part, bevor wir zur Kathedrale gehen. Und können wir auch dann machen. Ach nee, ich würde sagen, machen wir ruhig jetzt schon einen Cut, weil ich glaube, es kommt gleich wieder ein etwas längerer Storykampf und Cutscenen und all sowas. Sehr gut. Vielen Dank. Guck mal, wir kriegen Besuch. Du kannst ja den Part beenden, in der Zeit kümmerst du mich hier drum. Ja, auch gut. Na gut, Leute, ich würde dann mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir zur Kathedrale gehen. Bis dahin, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Und was machst du denn? Du wolltest doch gerade den Part beenden. Dann sollst du dich auch nicht schlagen lassen. Why doch nicht? Wer hat nur diesen Müll geschrieben? Naja, okay. Also bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.